Practice Day hier in Oberhof. Es ist jetzt irgendwie 9.30 Uhr. Es ist arschkalt, aber schönes Wetter ist. Und ja, schauen wir mal, wie die Strecke so ist. Wir sind ja gestern noch nicht gefahren. Und ja. Wir hätten uns vielleicht auch dehnen sollen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen jetzt warm machen, so ein bisschen. Und dann schauen wir mal. So, erster Run. Let's go mit den Boys. Junge, ist das scary. Garys haut hier gefühlt, jetzt hat ihr schon drei Leute wieder hingehauen an dem Stück hier. Du kannst einfach nichts machen, weil dein Vorderrad einfach wegslippt. Guck. Oh! Und ich rede gerade davon, weil das ist echt. Jeder zweite fliegt hier hin, es ist einfach nur krass. Alles gut? Es ist einfach verrückt. Deswegen erstmal ein bisschen chillen, jetzt habt ihr es auch gesehen. Wir machen einfach mal weiter. Ein bisschen cruisen. Ich sehe mich heute Laufrad fahren. Ich sehe den Run. So, wir sitzen gerade wieder am Lift. Fahrwerk war viel zu weich. Die Strecke ist komplett rutschig, wie ich schon gesagt habe. Und ja, wir probieren jetzt einfach langsam runterzuholen, weil es bringt wirklich gar nichts. Es haut wirklich ungelogen jeden zweiten hin. Und wenn man da jetzt irgendwie pusht, dich haut es wirklich direkt hin. Du hast gar keine Chance. Also die Wurzeln sind einfach so rutschig. Du kannst einfach nichts machen. Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal ein paar langsame Laps. Und ja, dann sehen wir uns. Junge! Ach komm, Digga! Jetzt! Junge! Was ist der Typ? Eine Scheiße! Ja, du musst halt probieren hier abzuziehen. Ja. Aber du fährst vor. Nee. Was sagst du? Was? Die kommen. Hau durch.
Oh. Alles gut? Ja, nur mein Oberschenkel. Oh. Oh. Oh, da krieg ich schön einen blauen Fleck. A few moments later. Boah! Ah, shit. Alles gut? Stopp! Alles gut? Ah, halt den Rücken. Bam! Oh nein, nicht schon wieder! Oh! Wow! Oh! Gutes Mann, Alter! Oh! Ganz GoPro, aber die GoPro ist gut, oder? Scheiße. Ja, nee, dann zeig ich hier. Ah, fuck! Was ist denn passiert? Bist du hier? Ich bin, hab hier noch Vorhausrolle gemacht. Und dann kurz den Kopf dran. Und dann hab ich mich rumgelegt. Wir fahren doch eben. Ja, na, ich lag hier oben. Hier ist doch mal. Oh, ei, schön auf dem Rahmen geflogen, ui. Ja, dein Bike ist gut. Oh. Guck, und das passiert, wenn du hier abziehst. Jede Angelegenheit. Muss halt richtig durchjubeln, ne? Ja, das stimmt. Aber das geht schlecht. Fährst du mit Lizenz jetzt oder ohne? Ohne. Ach komm, weg. Fahr mal vor. Ja. Mein Bremshebel ist nur ein bisschen verbogen vom Sturz. Boah, nee. Junge. Oh.
So, wir sind jetzt back in Pits von dem Training. Ich habe 16.26 Uhr mein Seeding Run. Wird wirklich interessant. Die Strecke wird ausgebombt sein. Es war heute früh komplett rutschig, dann ist ein bisschen trockener geworden. Und ja, jetzt sind wir so ein bisschen im Pit. Das Pit ist ultra geil. Drüben ist die kleine Chill Lounge. Hier der Lenny Weiß auch noch da. Und ja, dann schwimmen wir jetzt ein bisschen bis zum Seeding. Und dann hoffen wir, kriegt man einen guten Rundown. Und ja, Bike ist eigentlich relativ, läuft relativ gut, bin zufrieden und schauen wir einfach mal. Ich melde mich dann wieder, wenn's, ja, wenn ich wieder da bin. Und dann haut erstmal rein, wir sehen uns. 7 für Carlos Dreiche. Jetzt sitzt noch 4 in dieser Klasse. Florian Peters, Kenny Marek, Nick Elsner und Lauro Herfortener. Komm Junge, zieh! Los denn!